Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Feld. Danke, dass du eingeschaltet hast. Und ich habe jetzt in der Vorweihnachtszeit schon mal ein bisschen was gesucht für Nikolaus und Weihnachten und habe da zwei Produkte gekauft. Einmal habe ich hier diese VTech My First Kitty Watch, also eine Kinderuhr. Und dann habe ich hier noch diese Kitty Zoom Duo Pro. Die werde ich euch einzeln vorstellen. In diesem Video geht es erstmal ausschließlich um diese Kinderuhr. Da habe ich gedacht, ja, ist vielleicht ein cooles Nikolaus-Geschenk, ist in der Preisspanne. Ja, zwischen 15 und 30 Euro. Black Friday kann ich da empfehlen. Da könnt ihr das für die Hälfte meistens schnappen. Ist ganz cool. Ist jetzt hier in der Farbe Pink, weil wird für ein Mädchen sein. Und gibt es aber auch in Blau. Und jeweils die Links dazu in der Videobeschreibung sind Affiliate-Links. Kaufst du darüber, unterstützt du meinen Kanal. Und in dem nächsten Video, was ich euch am Ende einblenden werde, schauen wir uns nochmal die Kamera an. Die ist jetzt für Weihnachten, habe ich mir gedacht. Ist wahrscheinlich ein cooles Geschenk. Und auch da Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, fangen wir mal an, das Ganze mal so ein bisschen auszuprobieren. Ich packe das ein, ich muss das als Onkel ja eh einrichten. Und dann habe ich gedacht, ja, gibt vielleicht andere Eltern, die vielleicht auf der Suche nach einem coolen Geschenk sind. Oder andere Onkel und Tanten, die dann sagen so, jo, mir fällt da nichts so ein. Hier seid ihr auf jeden Fall bestimmt gut bedient. Eine Uhr zum Uhrzeitlernen und eine Kamera für Selfies oder Fotos und ich glaube sogar Videoclips und so. Ne? Ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe es gekauft und ich denke, ich habe da vielleicht nichts falsch gemacht. Und es ist ja schon sehr interessant, so eine Uhr einmal zu sehen für Kinder. Eine, ja, ich weiß nicht, mehr oder weniger Smartwatch soll irgendwie, ne, ja, ganz interessant. Erzähle ich jetzt nicht mehr, soll ja spannend bleiben. Und wie gesagt, nächste Video hier mit so ein bisschen Kameraspielerei und so. Ja, fangen wir mal an. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, Freunde, es ist leider die kalte, dunkle Jahreszeit. Da sind meine Kamerabilder leider nicht mehr ganz so schön wie sonst. Aber ich denke mal, das wird trotzdem ausreichen, dass wir uns da mal einen kleinen Eindruck verschaffen können. Und zwar ist das eine Kinderuhr. Die wird hier im Alter von 3 bis 8 Jahren empfohlen. Das ist die My First Kitty Watch. Also ich habe jetzt nur Kitty Watch damals gesucht und dann habe ich sie auch gefunden. Ist jetzt hier so in der Farbe, ja, so mit einem pinken Armband. Gibt es aber auch für Jungs. Das ist so hier die Mädchenfarbe meistens, obwohl das ja heutzutage ja nicht mehr so die Rolle spielt. Das soll einen farbigen Touchscreen haben. Interaktive Spiele. Drahtlose Verbindung, das können wir leider nicht testen, weil dafür bräuchte ich jetzt noch eine zweite Uhr. Und analoge und digitale Ziffernblätter. Und die Uhr mit niedlichem Haustier. Da ist auf jeden Fall ein Akku mit integriert, ein Lithium-Ionen-Akku. Der Akku ist aber nicht auswechselbar. Ich denke, das wird dann hier über USB aufgeladen, so wie es halt der Fall ist. Und mit Leuchteffekten und süßen Gesichtsausdrücken, Spiele, drei lustige Lernspiele und das Hündchen versorgen, mehr als 20 analoge und digitale Ziffernblätter, elektronisches Haustier, sich um den Welpen kümmern und ihn Tricks beibringen, Touchscreen auf dem Bildschirm tippen, um zu spielen, drahtlose Verbindung mit anderen Uhren und halt ein wiederaufladbarer Akku. Ja, dann sehen wir das Ganze nochmal hier im Detail. Das erspare ich uns jetzt einfach mal. Wir schauen uns das gleich lieber selber an. Und dann soll das hier noch eine umweltschützende Verpackung mit Kunststoff sein. Stellen wir mal nicht weiter in Frage. Öffnen. Ja, hier oben ist zugeklebt noch. Seht ihr, hier unten, das ist so ein bisschen gedamaged. Ja, Versandhandel halt. Aber ist jetzt halb so schlimm. Einmal hier mit dem Taschenmesser aufschneiden. Ich empfehle euch sowieso, dass man die Uhr vorher, bevor man sie verschenkt, vielleicht schon mal einrichtet, weil ihr kennt ja, Kinder wollen ja möglichst schnell mit dem Geschenk spielen. Und ich weiß, ich würde es nicht cool finden, wenn ich da noch die Uhr halt einrichten müsste. Deswegen also ist eigentlich auch die Gelegenheit, euch das einmal zu zeigen. Hier ist halt nochmal zugeklebt, schön vorsichtig. Ne? Messer ist scharf, Verpackung hier ist auch scharf. Und Kinder sind ja meistens immer sehr ungeduldig. Da macht man das lieber schon mal vorab in Ruhe. Und dann holen wir uns mal hier so die Verpackung raus. Ich habe schon gesehen, hier haben wir die Bedienungsanleitung. Download der Bedienungsanleitung, ja, als QR-Code. Geschmackssache. Dann natürlich hier noch ein bisschen Werbung. Das erste Mal, dass ich wieder mal in irgendetwas mal ein Werbeprospekt von einer Firma sehe. Und dann haben wir hier noch so ein Ladekabel. Ja, wie nennt man den nochmal? Micro-USB? Ich glaube schon. Und hier so ein USB-Typ-A-Kabel. Also kein USB-C. Hier mit noch so ein Entstörer dran. Und der ist noch hier drum getüttelt. Nichts Atemberaubendes. Und ich sehe schon hier die Uhr. Ja, Verpackung.
Hier müssen wir das einmal aufschneiden und ich glaube, hier kann man einfach dran drehen. Versuchen wir das mal. Seitenschneider könnt ihr auch mit der Schere machen, je nachdem. So, dann haben wir jetzt erstmal hier das ganze Ding wahrscheinlich. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das hier auspackt. Wahrscheinlich dreht man hier einfach dran. Richtig. Und ich merke schon, dass das dann abgeht. Also wie eine Schraube einfach drehen. Und dann ist das Ganze hier auch auf so einem Uhrenständer. Finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man das dabei hat. Kann man das dann auch schön nochmal neu einpacken oder so in eine kleineren Box. Ist halt für ein kleineres Kind. Ne? Da muss man halt am besten alles vorher einrichten, aufbauen, machen und tun. Ihr kennt das ja. Ich glaube, ich als Kind hätte das auch wahrscheinlich immer gut gefunden, weil dann kann ich die Uhr ja direkt ausprobieren. Ist ja auch schön drum, kann man gleich wieder drauf machen. Ja, ist nicht groß, ne? Nehmen wir mal eine andere Uhr daneben. Seht ihr, und ich habe das kleine Armband von dieser Firma, also nicht das große. Aber ich denke mal, für so ein Kind ist das schon okay. Passt die mir auch. Ja, die wird mir sogar auch passen. Das Armband wird hier doppelt gesichert. Das wird dann hier einfach so reingeklipst. Ja, und dann hält das auch. Also ist schon ziemlich stabil. Wir haben hier die Schutzfolie noch drauf. Die lassen wir noch mal im Moment drauf. Hier auf der Unterseite können wir die Uhr einschalten und ausschalten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Akku hält. Da stand jetzt auch nicht viel auf der Verpackung. Also bevor ihr es verschenkt, auf jeden Fall einmal durchladen. Der Ladeanschluss, der ist hier unter dem lilanen Deckel. Den kann man hier so hochfummeln. Ich glaube, wasserdicht wird sie nicht sein. Da müsst ihr halt vermehrt drauf aufpassen, nicht, dass die Uhr dann auch mal baden geht. Was haben wir hier noch? Ein Schiebeschalter mit einem Haus. Hier haben wir eine Uhrzeit und dann schalten wir sie auch mal ein. Dafür fummeln wir jetzt einfach mal hier die Folie ab. Na, komm schon. Und dann gucken wir mal an, was hier so passiert. Denken wir mal, so ein bisschen Restleitung wird ja da noch enthalten sein. Na, wie gut, dass ich das jetzt gerade hier in völliger Ruhe machen kann mit euch. So, den Schiebeschalter nach oben. Und dann sollte sie eigentlich gleich angehen. Hoffe ich mal. Muss ich jetzt irgendwo noch lange drauf drücken. Ja, Tatsache, guck mal, der Rand, der leuchtet auch richtig schön. Und hier müssen wir jetzt erstmal unsere Sprache auswählen. Da haben wir US-Englisch, UK-Englisch und Deutsch, Spanisch, Französisch und Niederländisch. Dann nehmen wir natürlich Deutsch. Ja, auch wenn ihr euch jetzt verdrückt, nicht schlimm, könnt ihr nochmal und dann hier unten auf den Haken Datum einstellen. Welchen haben wir denn heute? Heute ist der 27.11. Aha, also man kann hier links schon mal die Tage, das ist ja schon mal ganz easy. 27.11. Naja, zu schnell darf man auch nicht sein. Ah, naja, für mich ist... Ach so, hier ändert man das. Kann man hier die Kombination verändern. 27.11. 23. Ja, und dann auch auf den Haken. Und Uhrzeit haben wir jetzt 12.35 Uhr. Na. 12.35 Uhr. Zack. Und dann auch, kann man auch auf 24-Stunden-Timer. Und dann klingelt das ja schon an der Tür. Ich mache euch mal ein bisschen größer. Kleinen Augenblick. Und so sieht das dann aus. Wähle einen Namen. Da kann ich jetzt hier den Namen vom Hund auswählen. Da sind ziemlich viele wohl zur Auswahl. Und dann kann ich den jetzt, ich nenne ihn jetzt erstmal hier Bingo. Bingo ist immer der Lieblingsname, irgendwie aus so einem Kinderlied. Und dann haben wir hier die Uhrzeit. Was können wir machen? Da können wir gar nichts machen. Hier drauf drücken. Ach, guck mal. Da können wir jetzt hier den Hund auswählen. Dann kommt er wieder. Da können wir den Hund füttern. Okay. Ist schon lustig, ne? Und das jetzt in so einem kleinen Kasten. Da oben haben wir auch eine kleine Akkuanzeige. Ja, halb voll ist er noch. Jetzt können wir hier wieder auf das Haus gehen. Dann können wir jetzt hier sagen, Zähne putzen. Achso, da müssen wir ja Zähne putzen halt, ne? Ist okay. Dann kann man ja aufs Klo gehen. Dann geh du mal aufs Klo. Mal gucken, was da passiert. Fertig. Dann gehen wir da zweimal drauf, dann können wir mit dem Gassi gehen. Was können wir noch machen? Spielen. Ja, und wenn wir Freunde haben, könnten wir auch noch hier drauf gehen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt wollen wir mal wissen, jetzt haben wir hier die Uhr.
8 Uhr, da können wir Wecker stellen. Das wollen wir natürlich nicht. Zurück wieder auf die Taste. Eine Stoppuhr haben wir hier. Aha, okay. Das ist ja schon mal viel. Und wenn wir jetzt hier drauf tippen. Na? Es ist 12.36 Uhr. Das ist schön für Kinder. Wenn wir jetzt hier runter scrollen. Können wir hier die Farbe auswählen? Es ist 12 Uhr. Können wir den Ton ausmachen? Wo können wir jetzt hier Ziffernblätter einstellen? Ich glaube, hier auf. Hier können wir erstmal laut und leise machen. Okay. Die Helligkeit, das Licht der Uhr kann man ein- und ausschalten. Datum, Uhrzeit, Wauwau-Uhr. Was ist denn eine Wauwau-Uhr? Kann man das nicht Hundeuhr nennen? Einstellen, ein. Ich weiß nicht, was das ist. Erkennungsmarke, Sprache, erweitert. Ja, wo kann ich denn jetzt die anderen Ziffernblätter auswählen? Das Erkennungsmarke, das ist der Name, die Sprache, erweitert. Elternkontrolle, Auto, Display abschalten. Da kann man auch sagen, wenn das ausgehen soll. Elternkontrolle, einen Finger 3 Sekunden lang auf dem Bildschirm halten, um in die Elternkontrollbereich zu gelangen. Hier kann man die Uhr lernen. 9 Uhr. Ja, dann könnt ihr hier Minute und Stunde ändern. Ja. Da sehen wir die hier oben links auch nochmal abgebildet als analog oder digital. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, das ist schon eine coole Sache. Natürlich müsste man da auch die Lautstärke ein bisschen anpassen. Jetzt haben wir hier ein Ballonspiel. Zur Seite. Ach so, man muss da einfach nur wischen, dann kommen die Ziffernblätter. Sehr gut. Kann man sich das dann halt hier so selber aussuchen, ganz unkompliziert. Also für Kinder ist das schon okay. Ich habe jetzt hier erstmal gesucht. Naja, so ist das nicht schlecht. Aufladen kann man das. Akkustandanzeige ist da. Elternkontrolle ist möglich. Uhrzeit lernen geht auch. Ja, finde ich schon nicht schlecht. Man muss halt nur aufpassen, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass die Uhr jetzt nicht wasserdicht ist oder so in irgendeiner Art und Weise. Aber sie kostet halt auch kein Vermögen. Das Armband, ja, ist sehr stabil. Kann man jetzt nicht meckern. Finde ich erstmal soweit ganz gut. Als Kleinigkeit, so für zwischendurch, ist das schon ein schönes Geschenk. Ja, Freunde, also ich werde die Uhr jetzt aufladen. Sie ist jetzt schon mal eingestellt. Und wenn ich sie eingestellt habe, kann ich die ja auch hier ausschalten. Jetzt würde mich mal interessieren, weil... Es ist jetzt eingestellt, ich mache sie jetzt aus. Nachdem ich sie dann einschalte, schieben Sie den Schalter bei täglichem Gebrauch nicht auf aus. Genau, ist jetzt nicht täglicher Gebrauch. Jetzt mache ich sie nochmal an. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie nochmal einstellen müssen. Dann müssen wir sie erneut einstellen. Aber man kann sie übrigens schon mal aufladen. Das Einstellen ist eigentlich schnell erledigt. Ich denke, Datum und Uhrzeit kann man schnell einstellen. Bevor man das dann verschenkt und dann mit dem Kind gemeinsam dann den Namen von dem Tier und so, ne? Wisst ihr Bescheid? An sich ein gutes Geschenk. Da kann man die Uhrzeit schon mal lernen. Für so einen Kindergarten oder ein Vorschul-Grundschulkind ist das schon mal ein schönes Geschenk. Jungs und Mädchen gibt es verschiedene Farben und Designs. Ich habe euch mal ein paar rausgesucht. Links sind da unten. Und ich denke mal, ja, da wird sich jemand sehr drüber freuen über die kleine Uhr. Wird ja sowieso gerne an eine Smartwatch gespielt. Und ich denke mal, da mache ich nichts falsch. Es ist kein Vermögen, aber es zaubert vielleicht ein Strahlen ins Gesicht. Und ja, erstmal einen Daumen nach oben dafür. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich immer über Support. Ich werde sie natürlich verschenken. Das heißt, ich kann da nicht so viele Fragen beantworten, wie ich das sonst mache, weil sie wird demnächst ja dann nicht mehr da sein. Aber Support ist immer schön. Ein Abo auf YouTube ist kostenlos. Du kannst die Glocke aktivieren, dann wirst du benachrichtigt, wenn ich neue Videos habe. Und falls du sie ausmachst, dann wirst du auch nicht genervt. Aber der Support, der freut mich immer sehr. Und ja, Daumen nach oben ist immer cool. Und ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Björn.